Der Österreich-Stammtisch. Die Themen und die Aufreger des Tages. Mit den spannendsten Österreichern im Streitgespräch. Der Österreich-Stammtisch. Auf OE24TV. Willkommen zurück bei unserem Stammtisch, immer um 16.30 Uhr. Ja, und auch heute gibt es einige Themen zu besprechen, einige Aufreger-Themen. Und dazu bei uns im Studio begrüße ich zum einen Martha Bissmann von der Sozialen Österreich. Herzlich willkommen Ihrer neuen Partei, mit der Sie auch in Wien antreten werden in diesem Herbst. Also umso wichtiger wahrscheinlich auch schon dieser Termin, ein bisschen ein kleiner Start jetzt auch schon in den Wahlkampf. Und ebenfalls begrüßen möchte ich den Generalsekretär des Team HC Strache, Christian Höbert. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Wir reden zum einen über den Skandal, über die Skandalfotos von Johann Gudenus, der angeblich beim Kokskonsum gefilmt worden sein soll. Und dann beschäftigen wir uns auch noch mit einem neuen Kampf der FPÖ und auch vom Team HC Strache gegen Islamismus. Ganz genau so ist es. Zwei nicht Politneulinge, aber mit neuen Parteiprojekten, wenn man es so möchte. Ist es, genau. SÖZ Martha Bissmann, ja. Team HC Strache oder Team Strache HC. Team HC Strache. Team HC Strache. Das ist mit dem Logo immer so ein bisschen, weil das HC dann doch direkt neben Team steht und Strache darunter. Haken, gleich für die Wahl. Ach so, naja. Werden wir sehen, ob es aufgeht. Die Umfragen stehen ja gar nicht so schlecht. Sie zuletzt, glaube ich, bei so 6-7% gelegen. Wissen Sie schon ungefähr, wie es ausschaut? Wir sind zurzeit bei 3%, ist aber noch, es gibt kein Umfrageinstitut, das uns noch aufgenommen hat, aber da arbeiten wir dran. Mhm. Wird spannend auf jeden Fall. 2% müssen wir noch kämpfen, wird sehr spannend. Ja. Wir werden es schaffen. Wir werden sehen, ob dann der Landtag in Wien ein bisschen bunter wird. Jetzt jedenfalls ist der Wahlkampf, kann man sagen, schon mal relativ gut losgegangen. Die FPÖ hat zuletzt am Viktor Adlermarkt wieder ordentlich mit altbekannten Slogans, die natürlich auch Ihnen bekannt sind, gepoltert. Der Ham statt Islam ist unter anderem gefallen. Und es gab aber einen besonderen Aufreger, denn Norbert Hofer hat gesagt, der Koran wäre gefährlicher als das Coronavirus. Sie haben Anzeige eingebracht. Mhm. Wird die fruchten? Ist das tatsächlich ein Straftatbestand, den er da im Zuge dieser Wahlkampfrede begangen hat? Ja, tatsächlich, das ist ein Straftatbestand. Wir haben auch sehr schnell reagiert und eine Sachverhaltsdarstellung eingereicht bei der Staatsanwaltschaft. Die ist dafür zuständig, weil er hat gleich zwei Vergehen begangen laut Strafgesetzbuch. Und zwar einmal Verhetzung, das ist verboten, Hetze gegen Minderheiten. Und das zweite ist Herabwürdigung religiöser Lehren. Mhm. Und wenn die Staatsanwaltschaft diese jetzt bekommt, und wir sind auch nicht die Einzigen, wir waren die Ersten und jetzt haben andere nachgezogen und haben auch Sachverhaltsdarstellungen eingereicht. Und die Staatsanwaltschaft wird jetzt reagieren, sie muss reagieren. Vor allem, es kommt recht viel Druck auch schon von außen, auch medial ist das ja schon hochgekocht. So, normalerweise müsste sie jetzt die Ermittlungen beginnen. Kann sie aber nicht, weil Norbert Hofer immun ist, weil er Nationalratsabgeordneter ist und sogar auch dritter Nationalratspräsident. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen, so jemand tätigt solche Aussagen. Das heißt, seine, wird dabei rauskommen, oder? Naja, seine Immunität muss aufgehoben werden, dann kann ermittelt werden. Wird aber nicht passieren. Und dann kann er auch bestraft werden. Ehrlich gesagt, oder? Ist nicht eher unwahrscheinlich. Würde ich nicht sagen. Er hat ja auch politische Gegner. Also die FPÖ hat politische Gegner. Und wenn der Druck von außen groß wird, es gibt so eine Petition, die wir vorbereiten, die Leute unterschreiben können, dass die Immunität aufgehoben wird von Norbert Hofer, dann braucht nur ein Abgeordneter mit 5 Unterschriften im Parlament einen Antrag einreichen, also im Immunitätsausschuss einen Antrag einbringen auf Aufhebung Immunität. Und es wird mehrheitlich dann, wenn eine Mehrheit dafür stimmt, dann wird er quasi ausgeliefert und dann können die Ermittlungen beginnen. Mhm. Interessant zu sehen, was Herr Höbert vom Team HC Strache, ehemals ja FPÖ, auch Sie waren ja in der FPÖ, was Sie dazu sagen. Glauben Sie nicht, Norbert Hofer braucht ja nur zu sagen, das war ja nur in Bezug gemeint auf einen radikalen Islam und nicht im Allgemeinen und dann ist die Sache gegessen? Das wird die Staatsanwaltschaft entscheiden. Also ich sage mal, für uns gilt immer der Rechtsstaat. Der muss sich natürlich auch einmal die Situation vor Ort ansehen. Und da muss ich mir natürlich einen kleinen Seitenkniff, darf ich mir da jetzt nicht ersparen. Zu Zeiten HC Strache, es war der Viktor Adlermarkt ja bummvoll. Gestern nach ersten Einschätzungen, möchte nicht sagen eine Handvoll Leute, aber es war ein sehr überschaubares Publikum. Du hast völlig recht. Das wird natürlich der Staatsanwalt da jetzt einmal zu entscheiden haben. Aber in der Sache
sind wir natürlich auch eine Partei, die sehr kritisch dem politischen Islam gegenüber ist. Und ich glaube, das sollte uns ja auch irgendwo einen, also ein Mensch, der normal seine Religion ausübt, auf Basis der Rechtsstaatlichkeit, ist natürlich auch herzlich willkommen. Aber wir wissen natürlich, dass gerade der Islam sehr starke, radikale politische Ausprägungen hat. Und da sollten wir alle oder sind wir alle gefordert, dass wir diesen Kräften nicht Vorschub leisten, ganz im Gegenteil, hier muss man doch massiv eingreifen. Döner, Schnitzel statt Döner, daheim statt Islam, ursprünglich Slogans, mit denen HC Strache durchs Land gedengelt ist. Jetzt gibt er sich aber zum Teil zumindest, und bei der Präsentation kann ich mich erinnern, in der Prateralm, als er bekannt gegeben hat, dass er antreten wird, damals noch fürs DAÖ, ein bisschen, wie soll man sagen, staatsmännischer vielleicht, ein bisschen weltoffener, zumindest hatte ich in Nuancen den Eindruck. Wird er den Part jetzt der FPÖ eigentlich überlassen oder wird er da, oder wie will er das noch sozusagen übertrumpfen, was Norbert Hofer da jetzt gesagt hat? Ich würde das zusammenfassen, jede Persönlichkeit reift. Ja? Und viele, viele Menschen, und gerade in Wien ist der HC Strache eine regelrechte Marke, die wissen, wofür HC Strache steht. Das heißt, wir brauchen nicht mehr auf solche Slogans zurückgreifen. Im Übrigen, das war eine Geschichte aus dem Jahr 2005, wo die FPÖ damals sozusagen vor dem Zerfall stand. Da musste sehr stark zugespitzt werden, aber mit solchen Parolen muss man nicht mehr ins Felde ziehen. Ja? Das heißt, die Leute wissen, als die FPÖ. Bitte? Ihr seid jetzt linker nein, als die in FPÖ. In keinster Weise. Wir sind hart in der Sache, aber vielleicht eine Spur weit moderater im Ton. Es geht, so wie ich gesagt habe, um die Sache. Wir sollten alle, und das natürlich auch, bist auch du eingeladen, wir haben auch im Parlament uns auch durchaus immer sehr gut verstanden, der politische Islam muss parteiübergreifend bekämpft werden. Ja, aber da muss, darf ich jetzt bitte einhaken. Ja? Wenn Norbert Hofer sagt, der Koran ist gefährlich als Corona, sagt er ja nicht, Extremismus ist gefährlich und wir müssen Präventivmaßnahmen setzen, damit der Extremismus eingedämmt wird. Und den gibt es auf links wie auf rechter Seite und den gibt es nicht nur es gibt nicht nur diese Instrumentalisierung und diesen Missbrauch vom Koran, den die Extremisten ja zu Rate ziehen, sondern den gibt es auch bei anderen religiösen Strömungen. Aber das sagt er ja nicht. Er sagt einfach nur, der Koran ist gefährlicher als eine globale Pandemie, die Hunderttausende Todesopfer fordert. Was macht er damit? Er schürt ganz bewusst Angst bei den Menschen vor Musliminnen und Muslimen, was dazu führt, dass Muslimen, und viele sind ja sichtbar muslimisch, durch Kopftuch, die Frauen, oder wenn sie einen dunklen Bart tragen, dass diese Menschen general kriminalisiert werden. So funktioniert die Angstpolitik, die FPÖ seit Jahrzehnten betreibt und jetzt eben in den letzten Jahren verstärkt gegen Musliminnen, aber auch gegen Schwarze. Und das ist brandgefährlich. Das ist gefährlich. Nicht der Koran ist gefährlich, sondern diese hetzerische Hasspolitik, die die Gesellschaft spaltet. Zugespitzten Formulierungen in Zeiten von Wahlkampf lassen Sie da auch nicht gelten? Nein. Stellen Sie sich vor, ein Politiker, der muslimische Abstammung, also der muslimischen Hintergrund hat oder gläubiger Muslim, was auch immer, sagt ja bei einer Wahlkampfveranstaltung, einer meiner Kollegen könnte das sein, ja, von der SWZ, die Bibel ist gefährlicher als Corona. Na, stellen Sie sich mal vor, was da los wäre. Nie und nimmer würde das irgendjemandem einfallen, der kein Rechtspopulist ist. Und der diese Hetzpolitik nicht... Aber nehmen wir vielleicht ein Beispiel, Herr Robert. Weil oder Sie berufen Krimi sich ist gefährlich, weil ja, in jedem Krimi steht vielleicht was drin, dass man interpretieren kann. Er hat sich ja heute berufen auf Beispiele. Ja? Zum Beispiel diese Bandenkriege in Wien, die mehr, immer mehr überhand nehmen. Da gab es sogar einen Angriff jetzt von diesen Banden auf einen Mann mit Down-Syndrom. Also das sind dann schon ganz schlimme Auswüchse, ja, oder? Also das muss ich ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein Seitenschritt. Ja? Das hat jetzt nicht unbedingt was mit dem politischen Islam zu tun, wobei man auch weiß, dass gerade bei diesen Jugendgruppen, bei diesen sehr radikalen Jugendgruppen Religion leider sehr wohl auch oftmals ein Grund ist, sozusagen sich zu radikalisieren. Aber wir erleben halt leider auch in Wien, und ich habe mir die Zahlen noch angeschaut, ich sage mal von 40% der Tatverdächtigen, ja, also Kriminalitätsraten, also Kriminalitätsverdächtige sind Ausländer. Ja. Also das kann man, aber noch keine Verurteilung. Sie haben völlig recht, aber es zeigt natürlich schon eine klare Tendenz. Ja. Wir haben immer gesagt, es gibt wirklich viele anständige ausländische Mitbürger, Menschen mit Migrationshintergrund. Im Übrigen, wir haben auch einen sehr starken Zulauf, ja, aus diesen Ecken, die sagen, ich fühle mich hier daheim. Ich habe erst gestern mit einer russischstämmigen Frau gesprochen. Und zwar sagt die, ja, ihre Seele ist russisch, ihr Herz schlägt für Österreich. Ja. Das finde ich ganz toll. Also man
man sollte sich sozusagen den Gegebenheiten des jeweiligen Landes ein bisschen anpassen. Aber wenn man heute schon, so wie diese Gruppe Somalia und Äthiopien, da einen jungen Österreicher angreifen, offensichtlich, weil er das Down-Syndrom hat, da ist wirklich der Spaß zu Ende. Ich sage aber auch dazu, dass hier Jugendliche eingegriffen haben, da war einer davon Syrer, ein total anständiger Mensch. Ja? Aber diesen Typen muss man wirklich Einhalt gebieten. Wenn man am Stammtisch sitzen, darf ich sagen, ob das Team HC nicht besser beraten wäre, sich von Russinnen derzeit einmal vorerst ein bisschen fernzuhalten. Das klingt man sehr nach der üblichen FPÖ-Rhetorik, die zwischen guten und bösen Ausländern unterscheidet. Es gibt unanständige Leute und anständige Menschen, aber völlig unabhängig von ihrer Herkunft. 40% Tatverdächtige, wie ich gerade gesagt habe, sind natürlich keine Verurteilten, das muss man schon klar trennen, aber 40% Tatverdächtige ist dennoch auch eine Nummer, die man, glaube ich, nicht außer Acht lassen darf, oder? Weil wenn man das beiseite schiebt, dann wird das Problem wahrscheinlich auch nicht kleiner. Wenn 40% Tatverdächtige mit Migrationshintergrund. Also, gerade gesagt hat. Ich verstehe jetzt gerade einen Link zwischen der Zahl und der Legitimation, dass man Hetze machen darf gegen Muslime und gegen Religion. Das ist das Problem. Was ist da für eine Verbindung? Da gibt es keine Verbindung. Ja. Ja. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die sind sozial schwächer gestellt, weil sie die Sprache noch nicht sprechen, weil sie keine gute Bildung haben, weil sie noch nicht integriert sind. Und denen muss man helfen. Und wir haben alle Möglichkeiten hier, wenn die Politik das will, diesen Menschen unter die Arme zu greifen, dass sie sich sozialisieren können und Teil der Gesellschaft werden. Und dann ist die Kriminalitätsrate auch sofort unten. Also da geht es um Sozialthemen, um Chancengleichheit, um Zugang zu Bildung, Zugang zu Deutschkursen, was auch immer. Dass Eltern aus bestimmten Richtungen ihre Kinder teilweise gar nicht in diese Bildungseinrichtungen schicken. Ja, und das ist jetzt auch nicht das große Problem, um es jetzt einmal so zu formulieren, von Christen oder von den... Das ist alles Aufgabe der Sozialarbeit und von mir aus auch der Justiz natürlich. Die müssen zusammenarbeiten und die Politik muss die Rahmenbedingungen schaffen, dass allen Menschen hier in Wien die Möglichkeit gegeben wird, anzukommen, sich zu integrieren, zu sozialisieren. Aber eine Partei, und da nehme ich jetzt ihre neue auch nicht aus, nichts anderes kann als... auf die anständige Mehrheit der muslimischen Bevölkerung zu schießen, damit billige Symbolpolitik zu machen, dann ist das gefährlich. Das ist brandgefährlich, weil eine Gesellschaft, die gespalten ist, die nicht zusammenhält, die nicht solidarisch ist, kann eine Corona-Krise, eine Wirtschaftskrise, alle Krisen, die eine Gesellschaft ausgesetzt ist, einfach viel schlechter stemmen. Da muss man aber schon sagen, dass Österreich in der Corona-Krise sich sehr solidarisch gezeigt hat. Es haben sich alle Menschen an die Maßnahmen gehalten. Es gab auch keine Probleme, es gab keine Unruhen. Es gab ein paar wenige, die halt einmal aus dem Rahmen gefallen sind, aber da gab es keine Rede davon, woher die kommen, aus welchem sozialen Umfeld oder von welchem Migrationshintergrund. Es gab auch eine Pause vom Islam-Bashing, weil das kam da gerade nicht gut an, weil Solidarität war so wie stark. Ja, also man hat gesehen, das Land hält zusammen. Also ich würde das jetzt nicht so schlimm sehen. Ich betone das immer wieder. Österreich ist ein friedliches Land. Wir haben eine insgesamt sehr niedrige Kriminalitätsrate. Der soziale Zusammenhalt, der soziale Friede ist gewährleistet wie kaum in einem anderen Land. Sagen viele Menschen, die unser Land besuchen, man kann in der Nacht als Frau alleine herumgehen. Es ist sicher, es ist sauber. Und es funktioniert. Es ist eine solidarische Gesellschaft und in Wien ist es schon so vielfältig und so bunt. 50% der Bewohner Wiens haben Migrationserfahrung in ihrer Biografie oder in der ihrer Eltern oder Großeltern. Und schauen Sie sich Wien an. Wien hat keine Ghettoisierung. Wien funktioniert super, die Infrastruktur. Vielleicht gibt es Tendenzen, da muss man hinschauen. Genau. Da soll man damit arbeiten, dagegen arbeiten, klar. Das ist Aufgabe der Stadtpolitik. Aber insgesamt funktioniert Wien als solidarische Stadt. Ghettos im Sinne der Bronx oder Compton in der Nähe nicht. Aber Ghettoisierungstendenzen sind da. Und Bereiche, wo man wo Multikulti eigentlich nicht mehr spannend Multikulti ist, sondern wo es dann doch wieder relativ einseitig wird, die gibt es doch sehr wohl. Die kann man ja auch nicht wegleugnen. Nennen Sie mir ein Beispiel.
ich wohne im 20. zum Beispiel, rund um den Wallensteinplatz. Du hast dort überall Bereiche, wo es wirklich nicht lustig ist. Ja? Und ich kann mich nicht hinstellen und sagen, ich wohne jetzt im Elfenbeinturm und gehe jeden zweiten Tag am Naschmarkt und dort ist alles so schön und so bunt und so multikulti. Und wenn es dann Bereiche gibt, wo ich am Abend eben nicht als Frau so locker, flockig unterwegs sein kann, die gibt es, die Bereiche in Wien. Und zu den sogenannten überspitzten Aussagen in Wahlkämpfen. Ja, es darf natürlich nicht im Strafrecht landen, da sind wir uns sicherlich auch einig. Aber ich bin schon auch ein Freund davon, dass man sagt, was Sache ist. Man muss einfach manchmal den Finger in die Wunde legen, damit sich Bewegung ergibt. Ja? Und es gab seinerzeit einmal ein Österreich zuerst Volksbegehren und da sind hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen. Und wenn man sich dann anschaut, was heute bereits umgesetzt wurde aus den damaligen Forderungen, sage ich heute, dass der Anstoß, der sicherlich überspitzte Anstoß, ja, damals schon auch uns weiterentwickelt hat. Also immer sozusagen happy peppy und alles ist super und bunt und multikulturell und tralala, das ist aus unserer Sicht zu wenig. Gut, also wir sind uns einig, es wird einiges im Wahlkampf überspitzt. Wir sind gespannt, was die Staatsanwaltschaft antworten wird. Auf UE24TV werden wir natürlich darüber berichten. Kurze Werbepause, dann widmen wir uns dem zweiten Aufregerthema des Tages, nämlich Johann Gudenus und der angeblichen Kokserei. Der Österreich-Stammtisch. Die Themen und die Aufreger des Tages. Mit den spannendsten Österreichern im Streitgespräch. Der Österreich-Stammtisch. Auf OE24TV. Prost Mahlzeit, herzlich willkommen am Stammtisch. Martha Bissmann und Christian Höbert sind nach wie vor unsere Gäste. Team Strache und SÖZ. Wir sprechen über das zweite große Aufregerthema des Tages. Johann Gudenus ist ein weiteres Mal im Lichte der Causa Ibiza. Und zwar sind vermeintliche Koks-Konsumationsfotos aufgetaucht. Nachweisen können wir es ihm nicht, aber die Pose ist relativ eindeutig. Und ich frage da jetzt einmal zunächst gleich den Christian Höbert. Es ist immerhin der zweite Hauptdarsteller in dem Ibiza-Video nebst Ihrem Parteichef. Wie weit könnte Ihnen das denn jetzt eigentlich auch noch schädlich werden für den anstehenden Wahlkampf, was gar da jetzt nicht hochkommt? Überhaupt nicht. Ja. Das hat auch HC Strache in der heutigen Pressekonferenz klargestellt. Auch wenn Johann Gudenus damals sicherlich ein sehr enger Wegbegleiter war, der kann natürlich jetzt nicht in jede private Bewegung des Johann Gudenus reinschauen. Und er hat auch heute klipp und klar gesagt, hätte er das gewusst, wäre er explodiert, um das jetzt einmal so zu formulieren. Ja? Aber ist man 10, ja, 15 Jahre auch privat eng befreundet, ja, und weiß das nicht? Na, selbstverständlich, ja, weil die sind ja nicht jeden Abend gemeinsam weggegangen. Ja, ganz im Gegenteil. Ja, HC Strache. Ibiza sicher nicht, oder? Bitte? Ibiza geht, ja, aber was ist das jetzt für eine Mutmaßung? Ja, er hat das klargestellt, ja, er hat mit diesen Dingen nie etwas zu tun gehabt. Im Übrigen, auch wir haben draußen vorher diskutiert, ja, Zeit meines Lebens, und ich war auf Partys unterwegs. Wenn ich müde geworden bin, bin ich heimgegangen, Punkt und Ende. Ja, man hat ein bisschen was getrunken, das war's. Ja, aber diese Geschichten, das ist abzulehnen, wobei ich schon eines sagen muss. Ja, es geht ja auch irgendwo um eine Privatsphäre. Und das, was wir sehr wohl ablehnen, und das haben wir in den letzten Wochen auch immer wieder gesagt, ist, dass jetzt permanent irgendwelche Papieren, Zetteln, Fotos aus Ermittlungsakten auftauchen und Medien zugespielt werden. Ja? Das ist aber nichts also, Neues in diesem Fall. Ja, ja, das gibt es eigentlich das in Österreich in jedem Fall, würde, ja, ich mal sagen, warum, dass sowas passiert. Warum ich das sage? Ja, das Ganze ist ein Kriminalfall. Ja, wir sprechen hier von einer Falle, von einer kriminell implementierten Falle, wo vor etwa zwei Wochen das Video gekommen ist. Im Moment noch immer beim Bundes Das Kriminalamt liegt seit zwei Wochen. Da stellen wir uns die Frage, wird dort vielleicht schon wieder manipuliert? Was passiert da? Wann geht das eigentlich jetzt raus an die Staatsanwaltschaft, dass die jetzt endlich ermitteln kann? Das ist, glaube ich, der springende Punkt. Und wenn man hier sieht, dass im Februar es hier sehr klare Treffen gegeben hat mit irgendwelchen Handlungen, dann weiß man, um welche Typen es sich bei dieser Ibiza-Bande gehandelt hat. Und, das sage ich auch noch dazu, war ja auch ein sehr enger Leibwächter des Heinz-Christian Strache seit mindestens 2011, 2012 mit dieser Bande konspiriert hat. Ja? Also diese Dinge gehören jetzt endlich aufgeklärt. Okay, also würde ich gerne eingreifen. Jetzt alles, was wir jetzt besprechen, Ibiza-Video und war die Falle eine Kriminelle und ist das auch zu verurteilen, wie immer. Das will ich gar nicht eingehen, ich will viel weiter ausholen. Das alles, dieses Foto mit dem vermeintlichen Koks-Konsum von Gudenus, das gesamte Ibiza-Video, das sind ja alles nur Symptome dafür,
dass es einen kompletten Anstandsverfall gibt in der Politik. Was liefert denn das für ein Sittenbild? Ich kann ja noch so viel Fallen stellen, hinterrücks mit versteckten Kameras. Wenn ein Politiker, eine Politikerin anständig ist und sich nie auch nur im Traum mit Korruption beschäftigt und überlegt, ob das eine Möglichkeit ist, nie Drogen angreift, ja, nicht einmal so sauft, wie das in dem Video offensichtlich war, ja, dann kann so eine Falle nie zuschnappen, weil dann gibt es keinen Anlass. Und das ist ein Riesenproblem, auf das ich hinweisen möchte. Das Sitten, was ist das für ein Sittenbild, was insgesamt die Bevölkerung, die Österreicher, seit dem Erscheinen des Ibiza-Videos permanent vor die Nase geklopft kriegt, wer die Politiker sind, was sind das für Menschen? Ich habe in der Schule gelernt, Politiker müssen anständige Menschen sein, weil sie Vorbilder sind, sie sind Volksvertreter und noch dazu machen sie die Gesetze. Ja? Sie machen im Parlament die Gesetze, die jeden Tag den Bürgerinnen und Bürgern ganz klar sagen, was sie tun dürfen, was sie nicht tun dürfen. Wenn sie eine Gesetzesübertretung machen, dann werden sie von der Exekutive dafür belangt. Ja? Diese Menschen, also die Gesetze machen, müssen anständig sein. Was für ein Sittenbild wir jetzt haben von Politikern. Herr Öbert, Sie müssen sich natürlich jetzt rechtfertigen. Das Problem, dass wir dann keine anständigen Leute in die Politik kriegen, weil alle denken so, boah, da gehen nicht hin, was sind das für Leute? Das scheint jetzt ein Gulasch zu kochen, ja, irgendwo, wo man alles hineinmischt. Also es geht hier dezidiert um die Person Johann Gudenus, also bitte das dem Johann Gudenus auszurichten. Es steht fest, zweifelsfrei fest, dass Heinz-Christian Strache einmal mit dieser Bande zu tun hatte. Und das war an diesem Tag im Juli 2017 in seinem Urlaub, wo Johann Gudenus gesagt hat, du, am Abend werden wir eingeladen von einer Investorin, die hier in Österreich investieren will, die wollen wir auch die Jagd abkaufen im Waldviertel. So hat man ja versucht, auch Johann Gudenus sozusagen gefügig zu machen, unter Anführungszeichen, möglicherweise auch noch mit anderen Dingen. Ja? Und das war der einzige Kontakt von HC Strache mit dieser Bande. Okay, dass er dort getrunken hat, aber ich glaube, das ist ja jetzt nichts Abwegiges. Und das sage ich auch immer wieder, bei allen Dingen, die er dort Blödsinniges gesagt hat, dafür hat er sich auch schon oft entschuldigt, hat er immer wieder, und sogar Florian Klenk spricht von 20 bis 30 Mal in diesem Video, dass er immer auf die Rechtskonformität und auf die Legalität Wert gelegt hat. Das heißt, bitte jetzt kein Potpourri, kein Gulasch von irgendwelchen Mutmaßungen hier anstellen, ja, und dann Sittenbilder, ja, wenn man einen Abend mit dieser Gruppe verbringt. Ein anständiger Mensch spricht sowas nicht aus, egal unter welchem Einfluss, von welcher Droge, in welchem Alkohol er noch ist. Ein anständiger Mensch, ein anständiger Politiker flirtet nie mit dem Gedanken, die Kronenzeitung zu verkaufen, da Journalisten rauszukicken und seine reinzuholen, damit die russische Oligarchin dort eine Berichterstattung kriegt, die ihr dient. Man hat gewusst, dass Anteile der Kronenzeitung verkauft werden sollen. Das wusste man zu diesem Zeitpunkt. Und jetzt überlegt man sich, dass ein Parteiobmann, ob der jetzt Strache geheißen hat damals für die FPÖ oder Kurz oder wer auch immer, erfährt, dass es jemanden gibt, der hier Anteile kaufen will. Das ist einmal grundsätzlich nichts Abwegiges. Ja? Wenn ich heute sage, okay, da gibt es jemanden, der möchte Anteile kaufen. Ja, so. Aber er ist doch niemals in der Situation gewesen, das selbst tun zu können. Ja? Die unliebsam sind, die nicht das muss man leider dafür sagen, sind, damit man es in eine gewisse Richtung lenkt. Das muss man leider sagen, dass er das gesagt hat. Ja, das war wirklich eine flapsige Rederei. Ich sage in der Politik sind die Grenzen der Machbarkeit und des Anstands nicht das Recht, ja, die Rechtsgrenzen, die Gesetzesübertretung. Ich glaube das gern, dass der HC Strache da keine Gesetzesübertretung gemacht hat. Aber x-mal gesagt. Ja, aber die moralischen Grenzen sind viel enger gesteckt beim Politiker. Er darf sowas nicht sagen, er darf nicht diese Geisteshaltung haben, dass ihm sowas dafür überhaupt in den Sinn kommt. Das erwarte ich von einem Politiker, einer Politikerin. Ist der moralische Anspruch an den Politiker über dem Gesetz anzuordnen? Sie haben, glaube ich, gerade gesagt, ja. Wie sehen Sie das? Definitiv. Ist der Anspruch an einen Politiker noch höher als wichtige Werte? Jetzt kann man darüber reden, sind das 10% über den Recht, 20%, 50%, ich weiß es nicht. Ja? Aber Tatsache ist, er hat sich für diese flapsige Rederei, die er immer wieder untermauert hat mit der Legalität, entschuldigt und mehr kann er nicht tun. Und ich glaube, jeder Mensch, gerade wenn man sich mit Resozialisierung beschäftigt und mit, wie kann man den Jugendlichen, die auf die schiefe Bahn geraten, dann muss man doch diesem Menschen auch eine zweite Chance gewähren und die ist jetzt da.
Und es läuft für uns sehr gut in Wien und wir sind guter Hoffnung, dass der Aufwärtstrend fortgesetzt wird. Damit sind wir auch schon beim Ende unseres Stammtisches angelangt. Leider, wir könnten natürlich noch ewig weiter diskutieren, aber wir machen eine kurze Werbepause und dann geht es weiter mit den aktuellen Nachrichten. Ja, danke fürs Dasein. Danke vielmals. Und Martha Bismann, Team HC Strache und SÖZ. Danke für die Einladung.